Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Hier ist mit mir der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und wir wollen heute mit und für euch über die 13. Folge der dritten Staffel von Mesh sprechen. Der englische Originaltitel ist Mad Dogs and Servicemen und der deutsche Titel ist Die richtige Behandlung. Genau. Die Folge wurde ursprünglich ausgestrahlt am 10. Dezember 1974. Und ja, wir haben hier eine Premiere, würde ich sagen. Wir haben Raiders Zoo. Ja. Und das Problem ist nur, Raider wird von einem Hund gebissen. Und es scheint so, als hätte der Tollwut. Also muss er einer schmerzhaften Tollwutbehandlung sich unterziehen, der arme Raider. Und das nockt ihn auch mächtig gewaltig aus. Ja. Und dazu haben wir noch Frank, der ein Arschloch ist und sich mit Hawkeye über die Behandlung eines Patienten streitet, der jetzt habe ich vergessen, wie es auf Deutsch heißt. Eine psychosomatische Lähmung habe ich es jetzt genannt. Genau, ja, so. Der also darunter leidet. Naja, aber vor allem muss sich ja auch Hawkeye wie ein Arschloch verhalten. Eben im Rahmen dieser Behandlung. Und das findet eigentlich mehr oder weniger das ganze Camp auch verstörend. Wenn ich ehrlich bin, ich auch. Ja. Ja. Aber wollen wir mit dieser Storyline anfangen und dann zu dem Schönen übergehen? Ja, würde ich sagen, machen wir so. Ja, genau. Also wie gesagt, es wird ein junger Soldat eingeliefert. Man sieht ihm schon an, es ist ein echt junger Kerl. Er hat sich halt mit seiner Mannschaft da mit diversen Panzern angelegt, er hat also auch ein schweres Trauma davon abgekriegt. Es ist wohl so, dass seine gesamte Truppe da ums Leben gekommen ist und er der Einzige ist, der da rausgekommen ist. Und es gibt ja das Konzept der Survivors Guild, also die Schuldgefühle des Überlebenden. Und es ist halt die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Und laut der Folge ist es halt so, dass es mehrere Konzepte gibt, das zu behandeln. Das heißt, wenn du die Leute, oder so ist zumindest der Verdacht in der Folge, wenn du die Leute rauslässt und entlässt aus dem Militärdienst mit dieser Erkrankung, ist halt das Problem, dass diese Survivors Guild sich noch viel tiefer festsetzt und tatsächlich eben Langzeitfolgen hat, die sich auch nicht mehr erholen lassen. Und deswegen muss hier halt ein bisschen mit der Brechstange rangegangen werden. Aber der zuständige Psychologe ist gerade nicht zu erreichen und deswegen muss das halt Hawkeye übernehmen. Ja, das wäre natürlich auch wieder eine klassische Folge für Sydney Freedman, der ja auch eigentlich ständig dabei ist, aber trotzdem nicht auftaucht. Also er erzählt ja Hawkeye ständig übers Telefon, was er machen muss. Aber man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht. Man hat sich einfach diesen Schauspieler gespart. Vielleicht konnte er auch nicht. Was ich eigentlich schade finde, ich denke, er hätte das besser rüberbringen können als Hawkeye, weil für Hawkeye ist das einfach so ein Charakterbruch. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich merkwürdig. Aber sie haben halt den Charakterbruch auf der anderen Art auch wieder schön umgesetzt. Ich meine, einerseits haben wir immer dieses begleitende Gespräch mit Trapper, also zwischen Hawkeye und Trap. Wo sie sich halt auch wirklich darüber unterhalten, wie sehr Hawkeye diese Situation hasst und wie sehr er es hasst, diesen Jungen so zu behandeln zu müssen und so weiter. Aber was ich noch viel schöner finde, es gibt dann so eine Szene, als es eben darum geht, der Typ kann halt nicht aufstehen. Also er ist tatsächlich faktisch gelähmt, obwohl ihm rein äußerlich körperlich tatsächlich nichts fehlt. Das ist halt also wirklich rein psychosomatisch. Und demzufolge blockiert er halt auch das Bett. Er blockiert die Schwestern, die halt regelmäßig seinen Nachttopf lernen müssen und so weiter und so fort. Das ist ihm auch unangenehm, aber es geht halt in dem Moment nicht anders. Und genauso mit dem Essen und so weiter. Und Hawkeye muss dann halt eben, um dieses Survivor-Skill nicht noch tiefer zu manifestieren,
zum Beispiel ihn so anschreien, ja, wenn du Hunger hast, dann seh zu, wie du ins Offiziers in die Messe kommst und so weiter. Und die Seitenblicke, die da das komplette Lazarett ihm zuwirft, das fand ich schon, also ja, der Bruch ist da, aber der wird thematisiert oder zumindest eben dargestellt. Ja, sonst könntest du es nämlich auch gar nicht aushalten. Ich habe in meinen Notizen stehen, dass Frank zum Beispiel schon am Anfang der Episode vollkommen grundlos ein Riesenarschloch ist. Ja, richtig. Es ist auch jetzt kein totaler Charakterbruch, aber kommt mir auch hier schon komisch vor. Mhm. Wahrscheinlich haben sie das gemacht, damit Hawkeye immer noch der Nettere der beiden ist. Was ich spannend fand, war tatsächlich die Entscheidung, dass wir diese Erklärung, warum Hawkeye jetzt auf einmal so arschig ist, erst relativ spät mittig in der Folge bekommen. Denn dass es darum geht, dass sich dieses Guild-Syndrom nicht durchsetzt, das erfahren wir echt sehr spät erst in der Folge. Ja. Wobei, also ich fand es jetzt nicht so überraschend. Ich habe schon vermutet, dass es irgendwie darauf hinauslaufen soll. Ich habe nicht ganz so psychologisch gedacht, sondern mehr so, ja, einfach umgedrehte Psychologie. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig. Was aber auch interessanter kleiner Fact ist, der Schauspieler, der hier diesen Corporal spielt, Michael O'Keefe, der tritt in der 6. Staffel nochmal auf, als ein anderer Soldat. Da heißt er einfach dann Tom. Und dieser Tom wird dann von Sidney Freedman behandelt. Was ich auch noch ein bisschen Charakterbruch finde, Frank ist ja hier voll dabei, dass er den Jungen sofort nach Tokio haben will. Und normalerweise ist Frank ja eigentlich voll der Typ, der bei jedem, der irgendwie shell-shocked ist, sofort, ja, du bist ein Simulantenschwein und so weiter und so fort. Aber hier, ja eigentlich, also er will ihn ja sofort nach Tokio schaffen. Und beschwert sich ja auch noch bei Hawkeye, als der Junge eben auf Knien mehr oder weniger in die Messe kriecht. Das ist ja, das ist unwürdig eines US-Soldaten, auf dem Boden zu kriechen. Wo ja auch die schöne Antwort kommt, ja, das solltest du auch nicht der Infanterie verraten. Ja. Aber das ist halt auch wieder eigentlich ein Charakterbruch, weil eigentlich ist Frank für die ganzen psychologischen Sachen ja nun so gar nicht verständnisvoll. Nee, das ist eigentlich das große Problem, das ich mit dieser Folge auch habe, dass die Charaktere sich nicht treu sind. Sie dienen der Handlung, aber sie sind nicht das, was sie sonst sind. Und das bringt mich in diesem Handlungsstrang ein bisschen raus. Auf der anderen Seite bei dem Raider-Handlungsstrang, da finde ich, sind sie sich sehr treu. Ja, das stimmt. Und vielleicht ist auch gerade dieser Kontrast dann der es mir irgendwie schwerer macht. Wie findest du denn hier Trapper in der Folge? Ich meine, er hat ja tatsächlich eine relativ wichtige Rolle, weil er quasi in dieser Good Cop, Bad Cop Szenario-Sache dann derjenige ist, der mit dem Jungen eben redet und tatsächlich zu ihm durchdringt, indem sie sich eben unterhalten über einen bekannten Baseballspieler, der jetzt auch eingezogen wurde. Ja, also ich fand das Trap hier erst so, naja, man kann nicht sagen, dass der Mittelweg zwischen Frank und Hawkeye, weil keine Ahnung, ist schwer. Also ich fand Trapper hier noch den sympathischsten von der Kerntruppe in dieser Handlung, weil er einfach tatsächlich er selbst war. Er behandelt ihn nicht, als wäre er ein Bekloppter wie Frank. Mhm. Du bildest dir das nur ein, du wirst jetzt da weggeschickt. Und er behandelt ihn auch nicht so, als wäre gar nichts wie Hawkeye. Ja. Sondern er geht tatsächlich auf ihn ein. Gut, wollen wir diesen unangenehmen Handlungsstrang abschließen? Genau, gehen wir zu den Tieren. Genau. Und ich fand das so großartig. Also Raider baut sich halt wirklich aus seinen diversen Streunern ein Mini-Zoo. Er hat da Opossums und Stinktiere, die es in Korea gar nicht gibt. Egal. Hundis und Häschen und Zeug und Sach. Und das war so süß, wie er sich um die alle kümmert und die lieb hat und die knuddelt. Und ich mag Raider so gern und ich mag die Raider-Folgen so gern.
Bedeutet der Buchstabe K katholisch? Nein, Kaninchen. Wundervolle Sache. Ja, Vader ist hier großartig und das war so dieser Charakterteil, der bis jetzt noch gefehlt hat. Und jetzt ist Vader vollständig. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und wir erfahren in dieser Folge sein Alter. Ach ja, tun wir das? Das ist mir Ja, entgangen. doch, wir erfahren, dass er 18 ist. Ach, wie süß. Okay, das war mir entgangen. Ja, aber jede gute Tat wird gleich bestraft. Wie gesagt, er wird von einem dieser Streuner gebissen. Und ja, er ist aber dem Hund überhaupt nicht böse. Also er sagt auch, nein, der wollte das nicht. Und das war überhaupt nicht böse gemeint und so. Aber Hawkeye entdeckt halt die Narbe an der Hand und dass die wahrscheinlich nicht allzu gut aussieht. Und deswegen muss Vader jetzt behandelt werden. Aber wir brauchen halt auch den Hund, um zu wissen, ob wir diese Behandlung fortsetzen müssen oder nicht. Und deswegen tut er sich jetzt zusammen mit Henry und macht sich auf die Jagd nach dem Hund. Und wir haben hier die nächste Premiere. Das ist der erste Auftritt von Rosie und ihrer Bar. Stimmt, genau. Auch wenn es noch eine andere Schauspielerin ist, als die, die Rosie später spielt. Aber auch hier ist wieder so ein Puzzlestück zum kompletten Match dazugekommen. Nein, und auch diese Szene fand ich so schön, wie Henry da, wie Papa mit ihm mitgeht und sie den Hund suchen und ihn auch tröstet, als dann kurzzeitig der Verdacht ist, dass der Hund gegessen worden ist, was aber natürlich nicht Ja. stattgefunden hat. Gut, da weiß ich jetzt nicht. Ja. Nein, ich muss dazu, also das ist ein rassistisches Stereotyp. Ich befürchte aber, zu der Zeit war es wahrscheinlich wirklich noch keins. Denke ich auch. Ja. Ich dachte auch so erst, ja, ist vielleicht nicht der beste Witz, aber gut. Wie gesagt, 74 ist die Episode rausgekommen und ich denke auch, dass das gerade im Krieg vielleicht ist nicht unbedingt. Richtig, Ja. richtig. Nee, und wie gesagt, also das ist halt tatsächlich historisch, wirklich rein historisch erstmal grundsätzlich so, dass das schon kulturunabhängig halt ein Ding ist. Also da wird halt, wenn du deine Bevölkerung nicht verpflegt kriegst, fressen halt alle Kulturen alles, was sie in die Finger bekommen, im Zweifelsfall. Und deswegen habe ich jetzt diesen rassistischen Witz ein bisschen verziehen. Ja, da, es war für mich so ein Essenswitz, genau wie das, was Raider sagt. Ich gab ihm Reste aus der Küche, obwohl ich ungern grausam zu Tieren Ja, bin. genau, das war auch Ja, großartig. das war für mich so auf ungefähr derselben Ebene. Ja, und vor allem dadurch, dass er die Einschränkungen noch hatte, so, sie macht eben die Einschränkung, ja, das machen unsere alten Leute noch. Also das ist halt so ein traditionelles altes Ding, was aber eben die jetzige Bevölkerung eigentlich schon gar nicht mehr macht. Ja, genau. Und ich glaube, mit der Einschränkung finde ich das doch noch ganz okay. Ja, es ist, es zeigt auch auf einer lustigen Ebene, dass der Krieg Menschen halt auch zu Dingen zwingt, die vor denen man zurückschreckt normalerweise. Ja. Wobei ich, wie gesagt, auch das nicht, also es soll, auch wenn ich das persönlich nicht gutheißen kann, aber ich sehe halt immer noch trotzdem keinen Unterschied, einen Hund zu essen oder eben eine Kuh oder was auch immer. Also das, da hat auch jede Kultur ihre Rechte, ihr, ne, weißt du, was ich sagen will. Ja, sicher. Ja. Ja, Raider, weil der Hund halt nicht gefunden wird, muss sich der Behandlung unterziehen. Und die, ich glaube, die ist heute noch schmerzhaft, aber die war damals halt so richtig übel. Ja. Und er leidet und leidet und leidet. Und hier kommt es zu einer wundervollen Szene zwischen ihm und Margaret. Ja. Die fand ich so großartig. Also, sie liest ihm einen Brief vor. Von einer jungen Frau. Ja, es geht um eine Brieffreundschaft. Und weil er als Soldat im Krieg natürlich nicht viel Zeit hat, hat sich schon vorbereitet, er kann ankreuzen. Können Sie mich jetzt schon ein bisschen leiden? Ja, nein. Herrliche Sache. Vor allem schön fand ich dann, also Vader ist halt voll im Delirium, also er ist voll in seinem Fieberwahn, was ja auch zu mehreren schönen Szenen auch mit Henry führt. Aber er nickt halt mehr oder weniger mitten in dem Vorlesen des Briefes weg. Es kommt dann irgendwann die Frage, halten Sie sich für einen attraktiven Mann? Wie würden Sie sich einschätzen? So ein mittleres Fenster, ich brauche Hilfe und so weiter. Und dieser zärtliche Blick, mit dem Margaret ihn so anguckt, dann weiß man, was sie für ihn ankreuzt. Das fand ich auch süß. Ich habe auch in meinen Notizen stehen, was hat sie wohl angekreuzt?
Und es ist auch richtig schön, dass sie das einfach offen lassen. Ja. Nein, aber vor allem, dass man Margaret mal als doch menschlich, ich meine, in derselben Folge haben wir halt eben diese Szene mit dem Patienten, wo sie halt auch sagt, ich weiß, also klar will ich den behandeln, aber und wir haben hier Fälle, wo es körperlich einfach nicht geht, was sollen wir machen? Und dass du gleichzeitig eben diese menschliche Ebene wieder mit reinbringst, die fand ich ganz schön. Dass Margaret eben nicht nur das Biest ist. Genau, das hat mir auch sehr gefallen. Ja. Und dann taucht der Hund auf. Genau, wir jagen ihn also durchs Camp mit Trapper und Henry. Letzten Endes jagt dann der Hund uns. Aber es stellt sich raus, nein, der Hund hatte keine Tollwut, es ist alles gut, die Behandlung kann abgebrochen werden. Und Ryder wird wieder heiler. Jetzt ist allerdings das tatsächlich ein Problem. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist, aber meines Wissens nach, und ich habe gelernt, Tollwut kannst du in Tieren nur nachweisen, in toten Tieren. Weil diese Tollwuterregung findest du nur im Gehirn. Das heißt, du musst es dissozieren. Das haben sie ja aber zum Glück ausgelassen. Ja, am Ende geht es allen wieder gut. Genau, und Frank gibt zu, er hat einen Fehler gemacht und hat sich nicht auf die neuesten medizinischen Erkenntnisse berufen. Er möchte sich bessern und liest in einer Zeitung. Aber er beschäftigt sich natürlich nicht mit den Behandlungsmethoden, sondern mit den neuesten Methoden der Rechnungsstellung. Genau, ja. Es ist noch ein Frank-typischer Witz zum Schluss. Ich habe auch noch ein Zitat vom Raider. Ich werde nie wieder schwindeln und ich verspreche nie wieder zuzusehen, wenn das meine Kaninchen treiben. Genau. Ja, Ende gut, alles gut. Aber es gibt ja noch einen kleinen Schnitzer, einen kleinen Anachronismus. Denn Hawkeye macht ja eine Godzilla-Referenz und die Godzilla-Filme gab es noch nicht zu der Zeit. Ja, das haben wir öfter. Ja, es war auch ungefähr die Zeit, als die Drehbuchautoren versucht haben, Trapper mehr Charakter zu verleihen, hatten wir eben ja schon. Mhm. Weil Rainn Rogers ja schon nach der zweiten Staffel gesagt hat, also wenn ich hier nur so der Stichwortgeber für Hawkeye bin, dann verlasse ich die Serie. Und deswegen hat er hier diese Szene mit dem Patienten oder diese Szenen mit dem Patienten auch alleine und ohne Hawkeye. Genau. Also sie haben versucht, ihn ein bisschen aufzubauen. Wohin das geführt hat, das wissen wir, da kommen wir auch dann später drauf. Genau. Wie fandest du denn diese Folge so generell? Sehr zweigeteilt. Also die Raider-Handlung hat mir Spaß gemacht, die fand ich sehr süß. Das andere war so ein Versuch von Krieg ist die Hölle. Aber sehr dünn. Sehr dünn und der ist leider für mich echt schief gegangen. Deswegen ist es eher so ein bisschen zwiespältig, die Episode. Im Zweifel für den Angeklagten will ich aber auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr als 50% geben. Ich gebe 6 von 10 kopulierenden Kaninchen. Okay, ich würde mich auf 4 von 10 Tollwutspritzen einigen. Mir hat die Folge auch gefallen, der Raider-Teil auch, aber ich sehe Raider halt auch echt ungern leiden. Und ich muss sagen, mir war die Folge allgemein echt zu schwach und zu dünn. Ich möchte sie gern mögen, aber so richtig hat sie mir mehr Schmerzen bereitet als alles andere. Ja, verstehe ich. Gut, hast du noch Ergänzungen? Nein, ich habe heute nichts mehr. Dann bedanke ich mich ganz sehr bei dir fürs Mitmachen. Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.